jedes Thema im Islam kann man immer in zwei Gruppen auffassen. Einmal ist es die Usulid-Din und einmal ist es die Furu'id-Din. Ja? So, was ist die Usulid-Din, was ist die Furu'id-Din? Und zwar, zu der Usulid-Din kann man sagen, die Grundlagen des Glaubens. Oder man kann sagen, der Stamm der Religion. Ja? Mit dieser Sache, also mit dem Usulid-Din, haben wir in diesem Fach erstmal nichts zu tun. Ja, Usulid-Din, also das sind nur die Grundlagen der Gläubigen. Und zwar sind das fünf Sachen. Einmal die Einheit Gottes, an die Einheit Gottes glauben, an seine Gerechtigkeit glauben, Adala. Das dritte ist an das Prophetentum glauben. Das vierte ist an das Imamat glauben. Das fünfte ist an die Wiederauferstehung, an Qiyam, an Ma'ad glauben. So, was haben wir hier festgestellt? Und zwar immer nach jedem Punkt, was ich erwähnt habe, habe ich immer das Wort Glauben benutzt. Glauben. Also hat die Usulid-Din hat was mit dem Glauben zu tun. Ja? Die Furu'id-Din hat was mit den Taten zu tun. Also egal in welches Thema wir erstmal reingehen, müssen wir das erstmal abwiegen. Hat das was mit dem Glauben zu tun oder hat das was mit den Taten zu tun? Ja? Die Usulid-Din hat was mit dem Glauben zu tun, so wie wir es immer erwähnen. An die Einheit Gottes, Glauben. An das Prophetentum, Glauben. An das Imamat, Glauben. Wenn wir zu der Furu'id-Din kommen, und zwar nennt man das auch auf Deutsch die Zweige der Religion. Ich schließe mal jetzt hier einfach raus, und zwar, was ich markiert habe. Das bedeutet Handlungsprinzipien der Muslime und bestehen aus Handlungen, die namentlich im Heiligen Koran erwähnt wurden. Das ist sehr wichtig. Also ist jetzt nicht so, dass wir einfach aus dem Bauch irgendwelche Sachen rausgesagt haben, ja? Das gehört auch zu Furu'id-Din, dies gehört auch zu Furu'id-Din. Nein, sondern das sind wirklich Sachen, die namentlich im Koran erwähnt wurden. Wenn ihr auf die nächste Seite, also das ist dann die vierte Seite, sehen wir, dass die Furu'id-Din diese 10 Sachen sind. Ja, das sind diese 10 Sachen. Einmal das Ritualgebet, zweitens das Fasten, drittens die Zakat, viertens die Fünftelabgabe, fünftens die Pilgerfahrt, sechs die Anstrengung, Dschihad, siebtens das gute Gebieten, achtens das schlechte Verwehren, neuntens der Liebeserweis, Tawalla, und zehntens die Lossagung. So, wir haben den Ahkam mit 5 Dingen zu tun. Der Ahkam ist immer in diese 5 Dinge drin. Ja? Merkt euch das. Der Ahkam ist immer in diese 5 Dinge drin. Es ist nicht ausgeschlossen. Nur diese 5 Dinge. Ist ganz einfach, kennt ihr auch alle. Das erste ist Pflichten. Also Wajib. Das bedeutet, wenn wir über Ahkam reden, also wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, Gebet, Fasten, das Gute gewähren, das Schlechte und, das ist irgendwie der Pflicht, Nummer 1. Ja, irgendwie das ist Pflicht, 1. Nummer 2 ist, es ist untersagt, Haram. Nummer 3 ist, es ist Empfohlenes, also Mustahab. Nummer 4 ist, besser zu vermeiden, also Makruh. Und Nummer 5 ist zugelassenes Mubach. Ja, ich werde das alles nochmal aufmachen und euch auch Beispiele dafür geben. Also jede Ahkam-Art, die wir hier besprechen werden, ja, ist nicht von diesen 5 Kategorien auszuschließen. Jede Ahkam-Art, die wir hier besprechen, ist irgendwie der Pflicht oder Mustahab oder Makruh oder Haram oder Mubach. Ja, jede Ahkam-Art, die wir haben. Also Pflichten ist wie das Gebet, wie das Fasten. Das untersagte Haram ist wie zum Beispiel Lüge oder Tyrannei ausüben. Das dritte, Mustahab, ist zum Beispiel wie Spenden, Sadaka geben. Das ist Mustahab. Das vierte ist, besser zu vermeiden. Also Makruh ist zum Beispiel, es gibt viele Makruhat, wie zum Beispiel, dass man sehr heiß isst. Zum Beispiel das Essen kommt frisch aus dem Ofen und der verbrennt sich schon den halben Mund dabei, wenn er das isst, ne? Das ist zum Beispiel Makruh. Man soll immer warten, bis das Essen nicht so, also dass man das einfach so normal essen kann. Fünftens ist zugelassen Mubach. Jetzt haben wir besprochen, also der Ahkam, in dem Ahkam geht es nur um diese 5 Sachen. Irgendwie da ist, jede Ahkam, die wir aussprechen, ist irgendwie da Pflicht, Mustahab, Makruh, Haram oder Mubach. Okay? So. Von wo holen wir uns diese Fetwas raus? Nummer 1 ist der Koran, definitiv. Also zuerst schaut man sich den Koran an. Wenn ich meine Fetwa aus dem Koran rausholen kann, dann hole ich es. Ja? Nummer 2 ist Hadith, Überlieferungen.
Nummer 3 ist Verstand. Wenn in den Überlieferungen etwas mit Befehl gesagt wird oder im Koran etwas mit Befehl gesagt wird, verstehen wir automatisch darunter Pflicht. Also wenn im Koran gesagt wird, faste, du sollst fasten, das ist ein Befehl. Bete, ja, du sollst beten, das ist ein Befehl. Automatisch verstehen wir daraus Pflicht, richtig? So, das ist Punkt Nummer 3, Verstand. Punkt Nummer 4 ist Ijma. Das bedeutet Konsens der Gelehrten. Ijma. Ja, so, wir haben keine Fatwa. Ja, wir finden kein Hadith. Wir finden keinen Koranvers. Aber wir haben einen Konsens der Gelehrten in unserer Hand, die eine Fatwa erteilt haben. Automatisch können wir davon ausgehen, zum Beispiel, dass es vielleicht eine Überlieferung gab, die aber nicht in unserer Hand gerade ist. Ja, zum Beispiel ein Buch von, wenn ich mich recht erinnere, von Sheikh Saduq, Medinatul Ma'ajiz. Man hört dieses Buch, die Adresse überall. Dieser Hadith steht drin in Biharul Anwar, Medinatul Ma'ajiz. Dieses Hadith steht drin in Biharul Anwar da und da und Medinatul Ma'ajiz. Aber Medinatul Ma'ajiz haben wir leider nicht mehr zur Hand. Weil das in der Zeit von Sheikh Tusi durch den Mongolen in einem Angriff in Bagdad die ganze Bücherei verbrannt wurde. Und dieses Buch ist dort verbrannt worden. Ja, da sind bestimmt Überlieferungen drin, die nicht in unserer Hand gerade sind. Aber wir haben manche Fatwas von Gelehrten, also Konsens der Gelehrten. Daraus können wir ausschließen, diese Gelehrten hatten bestimmt eine Überlieferung in der Hand, die wir nicht haben. Und zwar bei der Sunna, also Punkt Nummer 2, bei der Sunna müssen wir auf 3 Sachen achten. Ja, ihr könnt so ein, also Sunna, da könnt ihr so einen Strich drüber ziehen, 3 Sachen. Ne? Einmal Qawl al-Ma'sum. Also die Sunna bedeutet für uns 3 Sachen. 3 Sachen bedeutet das für uns. Einmal Qawl al-Ma'sum, also das, was der Ma'sum sagt. Ja? Imam Sadiq a.s. hat dies und das gesagt. Der Prophet hat so und so gesagt. Imam Ali a.s. hat so und so gesagt. Punkt Nummer 2 ist, der Ma'sum sagt nichts. Der übt eine Tat aus. Fi'l al-Ma'sum. Ja? Also diese Tat, was der Ma'sum gemacht hat, ist automatisch für mich eine bindend, ist automatisch für mich Hujja, das ist bindend für mich. Ja? Wenn ich sehe, also es gibt eine Überlieferung, stellt euch vor, ist nur als Beispiel jetzt, da wird gesagt, ich sah, wie Imam Sadiq a.s. so Wuzu genommen hat. Gibt es da solche Überlieferungen? Imam Sadiq a.s. hat erstmal das Wasser so genommen, dann hat er das gemacht, dies gemacht. Das ist auch schon für uns ein bindend, das ist Hujja. Also das zweite wäre Fi'lul Ma'sum, die Taten des Ma'sums, ohne dass er was sagt. Das dritte ist Tahrirul Ma'sum. Ja, das bedeutet, der Ma'sum sagt nichts, er redet nicht, er übt auch keine Tat aus. Was passiert? Jemand, der neben ihm ist, übt eine Tat aus, wo der Ma'sum keine Einwände zeigt. Sagen wir mal, einer ist neben dem, wir haben eine Überlieferung, wo drin steht, neben Imam Sadiq a.s. war der und der und er hat so Wuzu genommen, hat das Wasser so genommen, hat so gemacht, hat dies gemacht. Und Imam Sadiq a.s., wenn er nicht in der Position der Tariya ist, das bedeutet in der Position der Gefahr ist, ja, wenn wir wissen, der ist gerade in einer, zum Beispiel wir wissen, dieser Hadith oder diese Tat ist in seinem Unterricht, hat das stattgefunden. Wir wissen, er ist nicht gerade in einer Situation, wo er bedroht wird und nichts. Und dieser Mann hat eine Tat neben ihm ausgeübt und der Imam hat nichts gesagt. Das Nichtsagen des Imams ist automatisch für uns eine Hujja, ist bindend. Weil wenn der Mann einen Fehler gemacht hätte, weil der Imam auf der Ebene des Lehrens ist, müsste der Imam sich dort einsetzen und sagen, du hast da gerade was falsch gemacht. Automatisch ist das dann für mich auch eine Sunna des Ma'sums. Also wenn wir Sunna sagen, dann meinen wir diese 3 Sachen da.